Herzlich willkommen zu einem Capstone-Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Du hast bereits viel geschafft und viel über Funktionen gelernt. Möchtest du nun noch einmal genauer die Potenzfunktionen wiederholen, bist du hier genau richtig. Es erwartet dich Folgendes. Ich möchte mit euch über die typischen Verläufe von Potenzfunktionen sprechen, die Bedeutung von a und b, der beiden Parameter in der Funktionsgleichung, und eine besondere Funktion besprechen, die indirekte Proportionalitätsfunktion. Den Namen haben die Potenzfunktionen von ihrer Hochzahl, der Potenz. Und jetzt soll es gleich direkt losgehen und wir besprechen die typischen Verläufe. Die typischen Verläufe der Potenzfunktion hängen von ihrer Hochzahl ab. Wir unterscheiden hier zwischen positiven Hochzahlen, negativen Hochzahlen und der sogenannten Wurzelfunktion. Bei ihr handelt es sich um die Hochzahl hoch ein halb. Wir betrachten nun genauer die positiven Hochzahlen und ihre Auswirkungen. Wir treffen hier nochmals die Unterscheidung zwischen geraden positiven Hochzahlen und ungeraden positiven Hochzahlen. Zunächst zu den geraden. Wir betrachten hier nun die Funktionen x², x hoch 4 und x hoch 6. Man sieht, alle haben gerade Hochzahlen und die Graphen haben eine ähnliche Form. Sie sind parabelförmig und symmetrisch zur y-Achse. Gehen wir nun weiter zu den ungeraden positiven Hochzahlen. So sehen wir bei x hoch 3, x hoch 5, x hoch 7, dass wir sogenannte S-förmige Kurven erhalten. Die Funktionen sind streng monoton steigend und alle punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung. Betrachten wir nun Funktionen mit negativen Hochzahlen. Hier wieder die Unterscheidung zwischen geraden und ungeraden negativen Hochzahlen. Gerade negative Hochzahlen sind Funktionen, die einen Hyperbelast als Graphen haben. Und ein besonderes Kennzeichen ist die Polstelle an der Nullstelle. Die ungeraden negativen Hochzahlen, also Funktionen mit ungeraden negativen Hochzahlen, so wie zum Beispiel x hoch minus 3, hat ebenso eine Polstelle bei 0 und besteht auch aus zwei Hyperbelästen. Nun bleibt uns noch die Wurzelfunktion genauer zu betrachten. Man beachtet zunächst die unterschiedliche Schreibweise a mal x hoch 1 halb plus b oder a mal die Wurzel von x plus b. Namensgebend hat diese Potenzfunktion daher die Wurzelfunktion, da man statt x hoch 1 halb auch die Wurzel von x schreiben kann. Wir betrachten nun unterschiedliche Graphen. Hier die Funktion von Wurzel aus x, hier die Funktion von 2 mal Wurzel aus x. Und hier die Funktion von Wurzel aus x minus 1. Du siehst, alle drei Graphen haben eine ähnliche Form. Diese wird deshalb auch Wurzelfunktion genannt. Auf eine besondere Eigenschaft der Wurzelfunktion möchte ich hinweisen. Die Wurzelfunktion ist aufgrund ihres Aufbaus die Umkehrfunktion einer quadratischen Funktion. Du siehst hier im Bild eine quadratische Funktion, hier eine Wurzelfunktion und als besonderes Kennzeichen der einer Umkehrfunktion hier auch noch die erste Mediane, denn diese beiden Graphen werden gespiegelt an der ersten Mediane. Wir haben uns nun mit den typischen Verläufen von Potenzfunktionen beschäftigt und nun möchten wir uns mit den Auswirkungen der Parameter a und b beschäftigen. Zunächst zur Bedeutung von a. Wir analysieren die Bedeutung des Parameters a mit Hilfe von GeoGebra und eines Schiebereglers. Wir sehen zunächst die Funktion f von x ist gleich x² eingeblendet und am Beginn ist a gleich 1 eingestellt. Wir wollen untersuchen, was passiert, wenn a größer 0, größer 1 ist, wenn es zwischen 0 und 1 liegt oder wenn a kleiner als 0 ist. Hierzu betätigen wir den Schieberegler und lassen das a zunächst größer werden. Wir sehen, dass die Funktion abhängig zur Normfunktion, zur Normparabel x² gestreckt wird und können hier festhalten, dass es zu einer Streckung kommt. Beobachten wir nun, was passiert, wenn der Schieberegler zwischen 0 und 1 liegt. Wir sehen,
Abhängig von der Normvariable, hier in Orange dargestellt, wird die Funktion gestaucht. Es gilt nun nur mehr zu beobachten, was passiert, wenn a kleiner 0 ist. Hierzu betätigen wir wieder den Schieberegler und sehen, dass die Funktion gespiegelt wird. Also wenn ich sie auf a minus 1 einstelle, erhalte ich die Funktion minus x² und das ist die Funktion x² gespiegelt an der x-Achse. Es kommt also zu einer Spiegelung. Im weiteren Verlauf möchten wir die Bedeutung von b analysieren. Hierzu ist vorbereitet die Funktion f von x gleich x hoch 3, hier in schwarz, und eine Funktion f1 mit einem Schieberegler. Zu Beginn ist das b auf 1 eingestellt. Wir ändern nun das b auf 0 und sehen, dass die beiden Funktionen übereinander liegen. Wir können nun beobachten, wie die Funktion verschoben wird, wenn das b größer als 1 wird. Wir sehen, die Funktion wird entlang der y-Achse nach oben verschoben und für negative b wird sie entlang der y-Achse nach unten verschoben. Die Krümmung des Graphen ändert sich allerdings nicht. Wir halten somit fest, es kommt zu einer Verschiebung entlang der y-Achse. Und gleichzeitig sehen wir, dass der Schnittpunkt der neuen Funktion stets bei 0 und b liegt. Wir können hierzu ein ganzzahliges b einstellen, dann kann hier genau beobachtet werden, das war der Ausgangswert. Das ist der Schnittpunkt mit der y-Achse. Zu guter Letzt möchte ich noch eine ganz besondere Funktion betrachten, die indirekte Proportionalitätsfunktion. Sie ist ein Spezialfall der Potenzfunktion. Du siehst vom Aufbau her, warum es sich hier dennoch um eine Potenzfunktion handelt. Zumeist findet man die Funktionsgleichung a durch x. Aber dadurch, dass man statt x auch x hoch minus 1 schreiben kann, handelt es sich hier ebenso um eine Potenzfunktion mit einem ungeraden negativen Exponenten. Indirekte Proportionalität ist dir hoffentlich aus der Unterstufe bekannt. Man spricht dann von einem indirekten Verhältnis, wenn dem Doppelten der einen Größe die Hälfte der anderen Größe entspricht oder dem Dreifachen der einen Größe ein Drittel der anderen. Allgemein kann man sagen, dass Wertepaare zueinander indirekt proportional sind, wenn dem n-fachen von x dem 1 durch n-fachen von y entspricht. Wir erhalten folgende Funktionsgleichung. Ein typischer Graph wäre dieser hier. Man sieht hier wieder den Hyperbelast. In diesem Fall stellt diese Funktion dar, dass die Abhängigkeit der Breite und der Länge eines Rechtecks bei gleichbleibendem Flächeninhalt. Wir können hier berechnen, ist die Länge 1, dann muss die Breite 6 sein. Ist die Länge 2, dann muss die Breite 3 sein. Ist die Länge 3, bleibt für die Breite 2 und so weiter. Somit kann man gut auch berechnen, wie groß der Flächeninhalt dieses Rechtecks sein muss, denn es genügt, die einzelnen Wertepaare miteinander zu multiplizieren. Also x mit y multipliziert ergibt a, in diesem Fall war das der Flächeninhalt, und im Zusammenhang mit a spricht man auch vom indirekten Proportionalitätsfaktor. Mit diesem Gesamtüberblick möchte ich mich nun von dir verabschieden und wünsche dir viel Glück für deine bevorstehenden Prüfungen.